Es ist die erste Moschee auf ostdeutschem Boden, die in der Tiniusstraße in Pankow ihre Pforten geöffnet hat. Der Bau war von Anfang an umstritten. Viele Anwohner sind daher von der Eröffnung wenig begeistert. Die Messen sind alle gesunken. Nun steht das. Jetzt kann keiner mehr was machen. Ich vertrete nach wie vor den Standpunkt, das habe ich schon einigen gesagt. Die gehört an und für sich nicht hierher. Sie steht nun mal hier, nun muss man damit leben. Sie sollte dort stehen, wo diese Glaubensrichtung auch präsent ist. Aber in diesem Stadtbezirk, ich kenne hier kaum einen Moslem. Ich habe mich ordentlich mit denen unterhalten, die haben ihren Standpunkt gesagt, ich habe meinen Standpunkt gesagt. Was wissen Sie denn überhaupt über die Glaubensrichtung? Nicht allzu viel, wollen wir mal so sagen, nicht allzu viel. Aber das, was ich bis jetzt darüber gelesen habe, nicht nur von den Rechten, nicht nur von den Rechten, was die dort so kundtun, ist nicht alles so gut. Ich kann jetzt die Anwohner nicht richtig verstehen. Ich bin deswegen gekommen, mich zu überzeugen. Wie bindet sich das ein hier in diese Gegend? Und es ist ja Gewerbegebiet und ich denke, da kommt eher Belästigung als jetzt von dieser Moschee. 2 Jahre hat die Fertigstellung der Ahmadiyya-Moschee gedauert, begleitet von Protesten und Boykottversuchen. Leider gab es halt immer wieder kleinere Dinge, wie dass die Tore verklebt wurden, dass rassistische Dinge an die Moschee angemalt wurden. Wir haben keinen Hass dagegen entwickelt, also wir wollen weiterhin gute Nachbarn sein. Für die Gemeinde ist der heutige Tag daher ein großes Ereignis. Wir sind stolz darauf, dass wir haben trotz Anfeindungen unserer Nachbarn in Hannesdorf. Es ist uns gelungen, diese Moschee fertigzustellen. Für mich ist die Moschee ist ein Ort der Begegnung, ein Ort der Begegnung von Menschen von verschiedenen Kulturkreisen, ein Ort des Friedens und ein Ort des Information. Ich hoffe, dass wir werden in der Lage sein, eine friedliche und gute Nachbarschaft mit dem Hannesdorfer anzuschaffen. So mancher Hainersdorfer ist nicht erfreut über die frommen Nachbarn. Etwa 300 Demonstranten haben sich in der Nähe versammelt. Ihr Vorwurf, die Ahmadiyya-Muslime seien antidemokratisch, frauenfeindlich und an der Scharia orientiert. Gerade, meine Damen und Herren, wenn man sich mit der Ahmadiyya beschäftigt hat, dann stellt man sich die Frage, wissen diese Politiker eigentlich, was sie da tun? Sie wissen es nicht. Unsere Vorbringungen, die können wir untermauern, die können wir beweisen. Also wir handeln nicht aus dumpfem Bauchgefühl oder wir verleumden niemanden. All die Zitate, seien sie antisemitisch, seien sie antidemokratisch, die können wir nachweisen in Schriftform. Da heißt es dann von Herrn Tarek und von Herrn Wageshauser immer, wir sind eine Reformgemeinde. Ja, wo ist der Reformgedanke? Wo ist der zu sehen? Zum Beispiel der Kalif sagte in seiner Freitagsansprache vom 10. November 2006, eigentlich sollen die Männer ihre Frauen nicht schlagen, aber wenn sie bestimmte Schritte befolgt haben und die Frau ist immer noch ungehorsam, dann dürfen sie sich schlagen. Sie sollen es aber bitte so machen, dass sie auf dem Körper der Frau keine Spuren hinterlässt. Ja, also ein weibliches Gemeindemitglied versteht die Skepsis gegenüber dem radikalen Islam, kann aber die angebliche Diskriminierung der Frauen nicht bestätigen. Ich muss halt auch zugeben, wenn wirklich im Namen des Islam so viele schlimme Dinge passieren wie zurzeit, klar, dass wenn man den Islam nicht kennt und hat man dann Angst davor. Die denken dann halt, jetzt werden da irgendwelche Hasslehren gepredigt, das ist ja nicht der Fall. Und ich denke mir mal, wenn die Moschee länger besteht, die werden die Leute sehen, dass es wirklich eine friedliche Gemeinde sind. Und die Unterdrückung, also ich zumindest halt eben, also ich nie erfahren, aber auch die gesamten Frauen aus der Gemeinde können das bestätigen. Die Ahmadiyya ist ja an sich eine der wenigen muslimischen Richtungen, die keinen militärischen oder militanten Flügel besitzt. Sprich, wir haben noch nie Extremisten oder Gruppen gehabt, aber wir unterscheiden uns in dem Sinne, dass wir den reinen Islam, den alten sunnitischen Islam, und deswegen kommt man ein bisschen konservativ rüber. Zur Eröffnung ist auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse erschienen. In den nächsten Wochen können sich auch andere Interessierte an Tagen der offenen Tür informieren und sich ein Bild vom Gotteshaus und dem Ahmadiyya-Islam machen.